Giga Games, sponsored by Intel. Willkommen zur 500. Götter Games Sendung. Ich heiße euch im Himmel der Games willkommen und bevor ich jetzt mich in die Niederungen der Party begebe, es wird eine grandiose Sendung und bevor ich abhebe, ich steige jetzt glaube ich doch ein paar runter von meiner Gamesleiter und mal schauen, was das denn für eine Party von da unten macht. Wie findest du denn die Party, Michi? Ist es in Ordnung für dich so? Ach, ne, irgendwie so ein bisschen lahm. Ich weiß noch nicht. Irgendwie keine Weiber da und so. Keiner tanzt. Nee, das ist echt scheiße, ja. Was machst du dann ansonsten so, wenn die Party, wenn du dann früh gehst heute? Ja, ich trinke noch meine Cola aus und weiß noch nicht. Werde gleich vielleicht noch so ein bisschen hier Red Faction 2 zocken für die PlayStation 2. Red Faction 2? Das ist ja der zweite Teil von Red Faction. Ja, genau. Mit so ein richtig funkiges Spiel. So, was ich hier auch gerne mal machen würde, so Geomod Engine, mal das komplette Studio wegsprengen oder so, was, das mache ich doch, dann gleich. Ist doch eigentlich ganz nette Partyatmosphäre hier, oder? Ja, die Musik ist geil. Also ich muss sagen, der DJ, hang the DJ, aber naja, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich werde wohl doch gleich ein bisschen mit Red Faction mehr hier die Zeit verbreiten. Schau ich auf jeden Fall zu, der erste Teil war cool. Ich werde mal rüberschauen zu meinem Funky Brother, Simon. Moment, ich mache gerade die Girls Eyes auf der Tanzfläche. Du machst gerade was? Die Girls Eyes auf der Tanzfläche. Ich habe doch hier ein Mikro, Baby, denn ich bin eigentlich heute der Host. Stimmt, ich war nur der Göttereröffner. Ja, der Göttereröffner ist er, ich bin der Host und ich zeige euch heute ganz viele geile Giga Games Fansites. Also wenn ihr noch eine habt, schickt sie an mich und wenn ihr Movies habt, Geburtstag-Movies, zum Feiern, dann zeige ich die auch. Schickt sie an simon@giga4u.de. Da hast du ja richtig viel zu tun auf der Party, du kriegst ja gar keine Babys ab, wahrscheinlich. Wie immer halt. So viele laufen hier auch gar nicht rum, ne? Nee, und die sind auch nicht so, also, nee, nicht mein Geschmack. Auf jeden Fall gibt es noch Battlefield Desert Combat, eine Mod mit einem F-16 und einem A-10. Ah, also heute doch wieder so ein bisschen der Straßenflugzeugführer, ne? Gut, dann werde ich da rüberschauen zu Etienne und, wo ist er denn? Moment, ich muss mich erstmal durch die hübschen, Frauenvolk. Na, wie geht's so auf der Party? Ja, super Party, Riesenstimmung, geile Musik. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Ich würde am liebsten aufhören zu tanzen vor Freude. Ich finde, du tanzt gut, oder? Tanzt Etienne gut? Ich tanze besser, ja. Danke, danke, Regie. Ja, was hast du denn heute sonst so zu bieten auf der Party? Willst du den Babes irgendwas vorstellen aus dem PC? Ja, ich habe ein großartiges Thema heute. Passend zu dieser Party, die wir ja gerade hier abtanzen, spielen wir heute Harry Potter. Das passende Spiel zum Film. Zum Film. Zum zweiten Film. Ja. Zum lustig zum und groß. Zweiten Film. Riesenthema. Und dann tanz einfach mal weiter. Du kriegst bestimmt heute den Tanzpreis. Ja, wen haben wir denn da? Ja, wir sind auch noch da. Hanne. Hey. Na, wie geht's euch so? Ja, sehr gut. Und dir? Mir geht's fantastisch. Bei so einer schönen, schicke Karte hast du heute, Hannes. Die von meinem Opa. Aber wir haben auch Themen, Hannes. Was habt ihr denn so? Ja, wir interviewen euch nachher auf der Couch, da wo es gemütlich ist. Ich stelle euch ganz an. Natürlich die Kamera aus dabei, ne? Nein, Kamera schon ganz an. Für unsere Zuschauer. Ah, was hat er alles zu fragen? Ach, wir werden euch über euer Privatleben ein bisschen ausfragen. Über das Verhältnis zu euch, was ihr innerhalb von 500 Sendungen aufgebaut habt. Ganz viele tolle andere Sachen noch. Und dann werden wir ganz viele andere tolle Sachen. Ja gut, dann sage ich mal, wir tanzen einfach hier weiter. Funky, 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 geile Party, 500. Sendung. Und wir sehen uns gleich wieder mit geilen Themen heute. 500.
Mann. 500 Sendungen, ich fasse es gar nicht. Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Naja, aber nichtsdestotrotz haben wir euch fette Themen für den heutigen Tag versprochen. Deswegen ganz kurz ein bisschen seriös werden, ein bisschen Thema vorstellen. Aber wie gesagt, Hannes hat es schon angesprochen. Es gibt noch jede Menge, viele, viele lustige Geschichten. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei bei unserer Jubiläumssendung, die auch nicht unsere letzte ist, wie ja schon in verschiedenen Foren zu lesen war. Aber nein, definitiv, nein. Ganz bestimmt nicht die letzte. So, ich mache jetzt aber weiter mit Red Faction 2. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, da war ich zusammen mit dem Carsten bei THQ und habe mir Bilder von Red Faction 1 angeguckt. War ja damals ganz, ganz groß wegen der Geomod-Engine, wo es angeblich möglich sein sollte, wirklich komplett alles, was im Level umhersteht, wegzusprengen, sich einfach, wenn eine Tür nicht aufzumachen ist, dann durch die Wand daneben einfach ein Loch zu sprengen und so weiter und so weiter. Hat sich sehr, sehr cool angehört. Dann war man allerdings beim fertigen Spiel ein bisschen enttäuscht, weil es doch sehr linear war, was man kaputt machen konnte und was nicht. Und deswegen, also diese Versprechen mit dem, dass man alles kaputt machen kann, nicht ganz gehalten. Wie das jetzt beim zweiten Teil aussieht, wollen wir uns zusammen einfach angucken. Ich habe jetzt einfach mal ich fange jetzt einfach mal ganz von vorne an, weil ich habe jetzt noch einen anderen Spielstand, den wir uns dann gleich noch mal angucken. Und da bin ich dann schon ein bisschen weiter, aber jetzt, wie gesagt, das erste Level, wo der Carsten, glaube ich, auch schon bei der Vorstellung von der Preview-Version euch entführt hat. Jetzt das Ganze aber komplett in Deutsch und deswegen hören wir auch direkt am Anfang mal ein bisschen zu und ich bin kurz ruhig. Eigentlich auch ganz cool, die Zwischensequenzen komplett in Game-Grafik, ähnlich wie bei Halo da auch. Was auch bedeutet, dass man dann immer mal interaktiv, wie ich das gerade gemacht habe, dass man sich so ein bisschen umschauen kann, auch in der Zwischensequenz. Auch generell so ein bisschen vom Look und jetzt, wie man da mit dem Copter da in die Mission geflogen wird, ist schon ein bisschen wie Halo, aber naja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das tatsächlich geklaut worden ist. Also das definitiv nicht. Aber man muss ja doch sagen, wie so Spiele manchmal die Wahrnehmung verändern. Also mittlerweile denkt man ja wirklich bei allen, was ein bisschen in die Richtung geht, dass das Halo ist. So, die Entwickler haben sich natürlich gedacht, direkt am Anfang, da müssen wir doch was machen, wofür dieses Spiel bekannt ist, nämlich die Geomod Engine. Und deswegen sprengen wir uns hier eigentlich auf den Weg so direkt in das Teil rein. Na, ups. Schon? Nein, komm, machen wir so ein bisschen größer. Was soll der Geiz? Wir werden den Boden mit euren zerfetzten Körpern verziehen. Oh, ach komm. Vorhin ging das einfacher. Vielleicht, wenn ich mich hinhocke. Genau, man kann sich auch hinhocken. Und dann geht das hier mit dem Infiltrieren wesentlich einfacher. Ich muss jetzt mal ein ganz klein bisschen hier mir Luft verschaffen, damit ich euch noch ein paar Sachen erklären kann. Verschanzt mich hier vielleicht einfach mal ein bisschen. Nein, das geht auch nicht, weil ich hier noch unter Beschuss bin. Schießt mich denn da? Na gut, dann muss ich das im Kampf machen, euch ein bisschen erzählen, worum es in dem Spiel geht. Also diese, die Basis, die wir hier infiltrieren. Wenn diese Technologie hält, was sie verspricht, geht eigentlich darum, dass hier drinnen die Nanotechnologie aufbewahrt wird und die wollen wir halt klauen. Wird aber sehr, sehr gut bewacht, weil es nämlich eine sehr gefährliche Technologie ist, wie wir dann nachher auch noch feststellen werden. Denn sobald wir das Ganze hier geklaut haben, bricht das Ganze nämlich erst richtig los. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, kann ich euch was zur Steuerung erklären. Also, typische Ego-Shooter-Steuerung, Straven und vorwärts-rückwärts laufen mit dem linken Analogstick. Und umschauen und zielen mit dem rechten. Dann schießen. Die Primary Function mit R1 und Secondary Function mit L1. Schüsse von rechts. Dann haben wir natürlich noch verschiedene Waffen. Hier kann ich euch mal, kurz durchscrollen, was ich alles so an Waffen zur Verfügung habe. Auch hier so etwas durchschlagskräftigere Waffen. Eigentlich schon sehr, sehr nett vom Waffenarsenal. Es sind, glaube ich, 14 unterschiedliche Waffen, die man zur Verfügung hat. Halt von Sniper über
Sturmgewehre, komme rein. Mit dem ich jetzt hier gerade unterwegs bin und so weiter und so weiter. Unschädlich. Also was mir direkt aufgefallen ist als Unterschied zum ersten Teil, es sind wirklich wesentlich mehr Feinde hier unterwegs, mit denen man zu kämpfen hat. Also das war im ersten Teil doch ein bisschen entspannter. Ich kann das Ziel jetzt sehen. Halt dich von den Türen fern. Und natürlich die ganzen geskripteten Geschichten sind hier auch wesentlich mehr. Wie zum Beispiel jetzt hier die Geschichte, dass man halt erst alle Wachtürme erledigen muss, bevor dann unser Kopter ankommt und uns dann die Tür freiballert. So, und dann kommen wir auch in das Innere und können uns dann da weiter vorkämpfen. So, ich bin drinne, habe das Fort sozusagen infiltriert und mache mich auf die Suche und auf den Weg nach der Nanotechnologie, die ich halt klauen will. Was das Ganze für das Fortbestehen des Spiels zu bedeuten hat und generell, wie die ganze Geschichte eigentlich aufgebaut ist, das erfahrt ihr nachher, wenn ihr dranbleibt, im nächsten Konsolentick. Ein bisschen tanzen, Hannes? Hey, Musik ist ja jetzt vorbei, also irgendwie bringt es nicht mehr. Nee, bringt nichts. Ist nicht mehr aber so auch mit Musik. Kurz. Naja, wenn ihr denkt, das war peinlich, was wir am Anfang gemacht haben, dann kann ich euch schon mal sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben heute ja noch die ein oder andere Überraschung für euch, die genau nach uns quasi, nach diesem Take kommen wird. Und ja, lustig. Zum Thema Peinlichkeit. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, mal kurz ein Ausflug in die Comments. Denn seitdem wir hier die C3, die Schach-Challenge eingeführt haben, hat sich das Niveau deutlich gebessert. Wir haben jetzt zum Beispiel von JMD einen Post zum Thema Harry Potter ist schwul und genauso schwul wie ihr. Prima. Ja. Da sieht man einfach mal, wir haben dieses Projekt C3 nicht ohne Grund eingeführt. Ja. Ja. Man merkt es. Früher hätte da wahrscheinlich noch was ganz anderes gestanden. Mittlerweile sind wir keine Arschlöcher oder andere Sachen mehr, sondern nur noch schwul. Also wir bessern nicht schlecht, uns. Nicht schlecht. Ja? Wir wollen heute auf jeden Fall einen Kommentar wieder raussuchen und dann mal wieder weiterziehen im Schach. Wir müssen auf jeden Fall wieder ziehen. Ist ja noch nicht weit fortgeschritten, wenn man das so anschaut. Ne? Nee. Und man muss auf jeden Fall ganz deutlich sagen, es sieht nicht gut aus für die Community. Wir haben wirklich ganz bewusst wir haben extra nicht ganz bewusst irgendwelche schlechten Züge ausgewählt, sondern wir haben einfach wirklich die Comments vorgelesen und die Züge, die eben darunter standen, ausgeführt. Und waren trotzdem schlechte Züge, ne? Die Züge waren ziemlich mies, also Schachprofis vor, schreibt gute Comments, gute Mails, damit ihr die Partie noch umreißt. Ja. Apropos Schach, so hörte ja fast der erste Teil von Harry Potter auf. Ah ja, stimmt, Harry Potter, wieder beim Thema, nicht schlecht. Zweiter Teil ist in den Kinos und jetzt gibt's auch das Kinospiel. Ich war im Kinospiel am Wochenende. Du warst im Kinospiel? Und jetzt halte ich fest, 18,40 Mark umgerechnet, also 9,20 Euro. 9,20 Euro, eine Kinokarte. Echt, ja. Was ist passiert? Und das Kino war nicht mal gut, die Klimaanlage hat so laut geraunt, man hat sich gefühlt, als ob man auf einer Turbine sitzt. Du saßt auf dem Besen. Also, aber der Film war auf jeden Fall sehr nett, kann ich nur empfehlen. Also wenn man Harry Potter mag, sowieso Pflichtprogramm. Habe ich irgendwas gesagt, was Simon auf dem... Wenn man Harry Potter mag, ich mag Harry Potter und ich bin der Simon. Aua. Also, für alle Harry Potter-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und was sagst du zum Spiel? Ein bisschen besser als der erste. Wir steigen gleich mal ein am besten, um uns einen Eindruck zu verschaffen, ne? Und springen in die Szene. Kannst du mir die beschreiben, wie sie im Film war? Zur peitschenden Weide. Gleich am Anfang, wir sind angekommen mit diesem fliegenden Trabi. Genau, also das fängt an, nachdem Ron und Harry den Zug nach Hogwarts verpasst haben und dann in das fliegende Auto steigen und dann dem Zug nachfliegen und dann macht sich das Auto mehr oder weniger selbstständig und ist das da auch so, dass die... Beziehungsweise lässt sich nicht mehr so ganz kontrollieren, dann landen sie eben in diesem peitschenden Baum. Ist übrigens in der deutschen Version geschnitten worden im Film. Ach, was? Ja, das war der Grund. Ja, Harry Potter, die deutsche Version von Harry Potter ist geschnitten, damit es, weil es sonst nur ein FSK ab 12 bekommen hätte. Und da haben, wer ist das? Ich glaube, Warner Brothers haben gesagt, nee, lass mal lieber ab 6 machen, du weißt, damit die Kassen klingeln und da musste in Deutschland... Was ist da für eine gruselige Szene gewesen? Ich glaube, der Ron wird gewürgt von diesem Baum in der vollen Version. Und das war wohl zu gruselig. Das ist natürlich Bioterror, also das ist... Dabei muss ich sagen, Harry Potter 2 ist eigentlich auch wirklich kein Film ab 6. Also ich habe den gesehen und ich fand ihn an manchen Stellen schon ziemlich heftig. Das ist ja so wie bei den Star Wars Filmen. Ich würde die meinem Kind auch nicht zeigen ab 6, muss ich sagen. Ja, doch, Episode 1 kann man schon ab 6 geben mit Jar Jar Binks. Mui. Hier zurück mit Muggeln und Co. Also wir müssen jetzt, wie gesagt, Ron von der peitschenden Weide hier lösen und... Also es ist wirklich, ich habe mir sagen lassen, das Spielprinzip ist ein bisschen anders als auf den Konsolenversionen. Man hat hier nur ich kann nur hüpfen und ich kann immer nur hier einen Zauber ausführen. Und das ist wirklich je nachdem, was jetzt hier zum Beispiel jetzt eine Kiste, das heißt, es wird ein Schlosszauber. Hallo Mohora.
Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Gegner wäre, dann wäre das jetzt vielleicht ein rektaler Untersuchungszauber. Das musste man ja im ersten Teil alles noch selber machen, ne? Da musste man so Black and White mäßig, nee, das musste man glaube ich immer nur einmal oder an bestimmten Stellen machen und dann hat er den Zauberspruch gemacht. So Black and White mäßig mit der Maus den Zauberspruch in die Luft zeichnen. Ja, das muss man hier auch noch, es gibt auch noch so Geschicklichkeitssachen, aber die sind wirklich eher begrenzt, also man läuft halt hauptsächlich rum und sammelt Bertis blaue Bohnen ein. So, jetzt sind wir endlich bei der Peitsche und Weide. Ich breche mal hier wieder die Zwischensequenz ab. Die labern nämlich richtig viel. Aber das kannst du mir mal beantworten. Sind das hier die Original-Synchronstimmen wie im Film? Hör mal hinten, warte mal. Ein bisschen lauter. Oh nein! Weil ich habe keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Ja, die sagen ja nicht allzu viel. Ja, kann man doch am Auto schon erkennen. Auto hat die gleiche Synchronstimme. Komm zurück! Super! Mein Vater wird sich nicht gerade darüber freuen, dass sein fliegendes Auto weg ist. Wir sollten uns besser beeilen. Sind Sie es wäre nicht gut, wenn Professor Snape uns hier noch so spät erwischen würde. Auf keinen Fall. Wobei ich sagen muss, also der Ron Weasley, das ist echt einer meiner Lieblingscharaktere im Harry Potter-Universum. Zum Totlachen der Kerl. Sondern auch mit also, so wie der, was der für Grimassen schneidet, dagegen ist der Simon Scheißtrick. Echt? Ja, wie gesagt, wir sehen gleich noch ein bisschen mehr von Harry Potter 2. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen was Kino. Peinliches. Ja, peinliches Kino. Ja. Wir haben unsere 500. Sendung und das heißt, wir haben natürlich uns auch ein bisschen was für euch ausgedacht. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin sehr froh, dass ich bei der ersten Giga Games Sendung noch nicht da war. Denn jetzt zeigen wir euch ein, never seen before Giga Games Footage vom 15.11.2000. Das gab es nie im Fernsehen, das gibt es nur jetzt hier und hoffentlich nie wieder danach. Herzlich willkommen zur ersten täglichen Games-Sendung auf diesem Planeten, Giga Games. Jawohl, täglich live, NBC Giga Games, die bunte Welt der Spiele, alles was ihr schon immer über Spiele wissen wolltet, gibt es bei uns ab sofort von 20 bis 22 Uhr, nur auf diesem Sender. Genau, und einer dieser Gründe, warum das Studio jetzt New Media Arena heißt, ist unser Teufelskreis. Da müssen wir uns nochmal aussprechen, gell? Bleib hier, wir stellen uns zusammen auf. Hans! Ja, Carsten. Ich geh rüber. Carsten geht schon mal in die orangene Ecke und ich reise zu meinen Teufelskerlen. Jungs, wie seid ihr drauf? Okay, oder? Okay, nicht zu laut, bitte, mir sprengt's die Ohren. Hannes, nimm noch einen Schluck, das wird dein letzter sein. Nein, ach was. Giga Games, erster Tag, wir sind da und zur Feier des Tages darf ich vorstellen, Hannes Appell, zuständig für den Bereich PC Games. Erzähl doch mal selbst, was machst du hier und wieso überhaupt? Ich zocke gerne. Du zockst gerne. Ja. Und was zockst du gerne? PC-Spiele, was für ein Zufall, dass hier zwei prächtige PC-Spiele stehen. Ja. Spiele-PCs stehen. Das ist die Games-Ecke, die werden ich und der Hannes machen. Und zwar könnt ihr bei Fragen natürlich auch an uns mailen, etienne@giga4u und Hannes@giga4u. Genau. Und sag mal selbst ein bisschen, was werden wir in Zukunft hier bieten? In naher Zukunft werden wir heute das da bieten. Heute eingetroffen, Rainbow Six. Sehr geil. Das ist der neueste Teil, mittlerweile der fünfte, glaube ich, aus der Rainbow Six-Serie. Ja. Tom Clancy. Ist große Konkurrenz Rockstorm. Für Counter-Strike. Ja, ich würde sogar sagen, es sieht realistischer aus. Auch was Schönes. Monkey Island 4. Das hätte ich auch gern gehabt. Ja, schöne Sache. Werden wir dann in der zweiten Stunde sehen. Jetzt soll nicht die Packung so rumwerfen, das ist doch ein Das soll es erstmal vom Hannes gewesen sein und der PC-Games-Ecke. Natürlich haben wir noch eine andere schöne Ecke. Und zwar ist das hier die Ecke der Controleros, kann man sagen, der Konsolenjungs. Im Moment ein bisschen verwaist. Ein bisschen verwaist. Der Carsten sitzt hinten auf dem Sofa. Aber der Michi ist da. Michi@giga4u.de. Ich kann das problemlos ausfüllen, auch wenn der Carsten ja was breiter ist, aber dafür...
habe ich mehr Inhalt. Dann fang mal an, erzähl mal ein bisschen, was ist so gamesmäßig bei den Konsolen von dir zu erwarten? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, Konsole bedeutet ja in dem Falle, dass wir alles hier haben. Dreamcast, Nintendo 64, Sony PlayStation und das geilste Gerät haben wir leider unterm Tisch, weil es ein bisschen groß was für Drogen drauf, aber das wird sich nur ändern. PlayStation 2 nämlich. Und alles Neue und Schöne, was es bei uns oder was es überhaupt zu spielen gibt, das gibt es dann immer bei uns hier in der Konsolenecke. Und wir haben halt nicht die Probleme wie ihr, dass wir Sachen installieren müssen. Oder ja, so. Ja, jetzt komm da nicht. Machst du die Klappe auf, nicht wieder mit Jungen, machst das Ding da rein, da lüftet. Ihr habt auch nicht die Probleme, dass ihr komplizierte Spiele. Genau. Ihr habt dafür wir die Knuddelspielchen. Die Sache ist ja einfach die, wir wissen halt, wie man eine Karte installiert oder wie man ein Spiel installiert. Ihr Konsoleros wisst ihr, da ist ein bisschen das Problem. Deshalb nur Taste drücken und fertig. Aber reden wir nicht drüber, was schwieriger ist, sondern sag mir lieber, was du für die erste Sendung heute dabei hast. Erste Sendung habe ich etwas ganz Besonderes. Habe ich etwas ganz Besonderes. Man wirft anderen Leuten ihre Sprachfehler nicht vor. Das machst du auch immer. Nein, bei mir geht es heute vorweihnachtlich ein bisschen süßer, niedlicher zu. Ich habe eine Runde Toy Story 2 für die Dreamcast da. Und genau. Danke, dass du meinen Job übernimmst. dann kann ich ja deinen übernehmen. Auf jeden Fall mache ich dann halt das Spiel heute in zwei etwas schöneren, längeren Takes und werde das so ein bisschen vorspielen und mal gucken, ob das okay ist. Tauglich ist. Gut. Großartig, großartig, großartig. Das war die Probesendung vom 15.11.2000. Die ist zum Glück nie über den Äther gegangen und gleich seht ihr den zweiten Teil und ich kann nur sagen, bleibt dran, denn das Peinlichste kommt erst noch. Zumindest würde das der Eddie gerne machen. Fahr uns mal wieder hoch. Denn wenn ihr eben das Movie gesehen habt von der ersten Probesendung, meine Herren, ich meine, du hast dich verbessert. Du sagst heute öfter mal bevor du Schwachsinn sagst. Weißt du, mir ist das überhaupt nicht peinlich. Ich stehe absolut dazu. Ich finde, die Performance war schon damals... Sie war großartig. Wir haben übrigens auch gerade ein PC-Spiel und an dem PC-Spiel können wir euch wunderbar die Webseite zeigen. PC-Spiel? Also gesagt, oder? PC, du hast hier ein PC-Spiel. Ich meinte Spiele-PCs, du Klugscheißer. Hey, ich glaube mit deiner Föhnfrisur musst du gerade was sagen. So, wir haben ein großartiges Special heute im Max-Bereich. Wo sonst? Zum Thema 500. Sendung. Und zwar haben wir einen Artikel mit Links zu zahlreichen Fansites von euch also. Jetzt willst du dich wieder einschleimen, ja. Gell? Ich muss die Gunst der Zuschauer zurück. Okay, dann lese mal weiter vor. Und hier links sieht man eigentlich die ganzen Links. Mach doch mal. Links sieht man die Links. Dann gehe ich mal links zu den Links. Rechts, rechts hier. Gibt's nischt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle erwischt habe. Aber wenn auf jeden Fall, die größten sind, glaube ich, so mit dabei. Wenn ihr noch eine habt, eine Fanseite, von der ihr der Meinung seid, die muss da unbedingt auch hin, dann schreibt uns auf jeden Fall nochmal eine Mail mit der Seite. Das sind die geläufigsten oder in Comments. Ja, also wir schreiben die, ich trage die dann noch ein, dann sind sie spätestens morgen drauf. Allerdings keine Moderatoren-Fanseite, sondern wirklich nur Giga Games-Fanseite, weil da sonst wird es, glaube ich, zu viel. Hier sind einige jetzt mal hier so gezeigt. Und jetzt ist die beste Seite. Eine der besten. Wir wollen ja keine bevorzugen, okay. Aber die ist wirklich sehr gut. Die ist sehr gut, weil sie speziell ist. Die Zitate-Seite mit Zitaten eben von einzelnen Tischen und einzelnen Netzreportern aus der Sendung. Zwei Sachen. Gut, Simon ist im Studio, macht nur Scheiße. Jede Sendung komme ich immer. Naja, auf jeden Fall ist da jede Menge. Ihr müsst noch ganz dringend auf jeden Fall mal hier ein paar Zitate einschicken. Die sind aber schon recht aktuell, oder? Ja, die sind ziemlich. Da ist schon die sind schon Zitate aus der Werbung. Etienne, das ist ja geil aus. Carsten, ja, ich auch. Ich fand das jetzt lustig. Okay, vielleicht sollte man das selbst lesen, dann kann man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen. Lest euch auf jeden Fall durch und vor allen Dingen helft, dass dieses Zitate-Nachschlagewerk immer stetig größer wird. Man kann da, glaube ich, Zitate hinschicken und so, finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Sollte noch größer werden. Ihr findet alle Links natürlich im Artikel und gleich sehen wir noch mehr von Eddie und gleich gibt es auch noch ein paar Fanseiten-Overviews. Also schickt mir eure Fanseite oder ein Geburtstagsmovie. Bla. Das war
Erschreckende an der Probesendung ist, dass ich heute noch Parallelen erkenne. Selbst nach 500 Sendungen. Erschreckend, erschreckend. Na gut, weiter geht's mit Red Faction 2. Die Geschichte, kompliziert, deswegen spare ich sie euch. Nein, eigentlich doch nicht. Ich kann mal ganz kurz vorlesen. Also, Einleitung. Nanotechnologie entwickelt von einem Ultor-Wissenschaftler. Wir erinnern uns, das waren die bösen, war dieser böse Konzern, der auf dem Mars die ganzen Arbeiter geknechtet hat. Auf dem Mars. Dort wurde sie gestohlen und auf die Erde gebracht, wo sie erneut gestohlen wurde. Schließlich sicherte Alias, ein exzellenter Sprengstoffexperte, die Technologie für die Republik des Commonwealths. Kanzler Sopot verwendet die Nanotechnologie, um Alias und weitere 2000 freiwillige, tapfersten Soldaten des Commonwealths in Supersoldaten zu verwandeln. Sie waren stärker, schneller, intelligenter als alles, was man bisher kannte. Aber dann fing Sopot an, seine eigenen Supersoldaten zu fürchten. Er erklärte sie zu Staatsfeinden und ließ sie von einer Elitewache jagen und unschädlich machen. So sieht das Ganze nämlich aus. Wir sind jetzt hier gerade im ersten Level noch, bevor diese ganze Sache mit den Supersoldaten anfängt. Sicher. Und eigentlich sind wir jetzt gerade dabei, die Kannst Nanotechnologie zu stehlen. Scheiße, sobald wir das dann... Nein, shit. Lass die nicht entkommen. Da hätte ich vielleicht vorher nochmal nachladen sollen. Aber wir kriechen hier auch so durch die Katakomben, haben jetzt gerade das Nachtsichtgerät an, weil wir durch die Kanalisation, da durch die Luftabzugsschächte geklettert sind. Lass die nicht entkommen. Ja, und da seht ihr auch, was ich meine, dass hier also wirklich ein wesentlich höheres Feindaufkommen ist. Naja, versuchen wir uns mal dran vorbeizuschleichen. Kann man eine Granate schmeißen. Im Moment geht es halt wirklich einfach darum, dass wir hier jetzt durch dieses Gebäude durch müssen und dann wir rushen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich hoffe, dass ich das schaffe hier. Um dann die Nanotechnologie zu klauen. Man kann auch zu jeder Zeit sein Missionsziel nochmal anzeigen lassen. Hier oben seht ihr sie. Holen Sie die Nanozelle aus dem Zentralkern und schaffen Sie den Zutritt. Das habe ich schon absolviert. Und ich spiele es im Moment auf einfach, deswegen kann ich hier eigentlich auch so sehr entspannt in der Gegend rumlaufen, weil ansonsten könnte das doch alles etwas schwieriger werden, denn dann nimmt man doch wesentlich mehr Schaden und die Wachen wehren sich doch ein bisschen mehr. Aber wirklich einer von den auffälligen Änderungen sind diese geskripteten Geschichten, wie zum Beispiel jetzt hier, dass ich hier eingesperrt bin, nicht so ganz rauskomme. Okay, eigentlich kommen hier sonst noch ein paar mehr Soldaten. Aber da muss man sich dann den Weg wieder, muss man sich einen neuen Weg einfach suchen. Na, geh da rein. Wieso komme ich jetzt hier nicht rein? Dann muss ich bei dem da rein. Moment. Schauen wir mal einfach mal. So. Ha. Ist doch gar nicht so schwer. Können wir das Nachtsichtgerät wieder aktivieren? Ja, also das ist wirklich ein Unterschied zum ersten Teil. Diese wesentlich storylastigere Geschichte. Aber von der Geomod Engine merkt man auch nicht wirklich wesentlich mehr. Als beim ersten. So, machen wir das Nachtsichtgerät mal wieder aus, weil dann sehen wir hier in den normalen Sachen. Tod ist der Mehrwert als lebendig. Ich hoffe, dass ich euch jetzt gleich noch die Geschichte schon noch zeigen kann, denn hier haben wir dann auch gleich wieder eine Möglichkeit, um mal wieder was wegzusprengen. Allerdings wirklich so offensichtlich, dass man sich halt auch wieder fragt, wirklich, ob das Ganze sich lohnt. Denn wenn ihr seht, wir sind jetzt hier in diesem quadratischen Raum mehr oder weniger gefangen, kommen jetzt nirgendwo wirklich raus und dann bleibt uns eigentlich als einzige Möglichkeit, wenn man einfach nur mal ein bisschen guckt, da sind ja hier diese Geländer, die doch sehr porös aussehen und schon hat man wieder einmal einen Nutzen von der Geomod Engine. So, ich glaube, wir könnten das vielleicht sogar noch schaffen, dass wir uns komplett hier das Level zu Ende angucken. Ja, damit könnten wir jetzt die Nano
vor dem Öffnen des Lagerbaus Geschichte rausholen, dann sagt die uns aber, dass wir die Kühlaggregate vorher ausmachen müssen. Also nicht wirklich schwierig von der Rätseleinlage, die wir jetzt hier haben. Einfach nur das eine kaputt machen. Hier nochmal die netten Wachen davon überzeugen, dass sie uns in Ruhe lassen. So. Ja. Und dann haben wir das Ganze. Haben wir das Ganze hier erledigt und schon können wir uns der Nanotechnologie bemächtigen. Das machen wir aber erst gleich, weil danach kommt nämlich eine etwas längere Zwischensequenz, die ich euch schon noch ganz gerne zeigen möchte, denn da werden die verschiedenen Charaktere, die im Spiel auch noch eine Rolle spielen, vorgestellt und deswegen gleich mehr, dann klauen wir die Nanotechnologie und gucken uns das nette Zwischenfilmchen an. Das Ganze von Red Faction und für die PlayStation 2. Hör mal, jetzt mal unter uns, ne? Ja. Unter uns Pastorentöchtern. Ich habe gehört, ihr hört irgendwie nach dieser Sendung auf oder was? Ja, natürlich. Pack mal hier auf den Tisch, was? Nee, natürlich hören wir auf, aber ihr hört echt auf, ja. Das ist klar, aber. Wurde auch Zeit, ich meine. Aber du weißt ja, wie es ist. Ja, war jetzt draußen auch nicht so toll. Oh! Yeah! Auf weitere geiles zwei Wetter Jahre Giga irgendwie. Games, ja. Ich habe mir hier mal einen total korrekten, konkreten Kollegen geholt. Der freut sich, meinst, dass ich ihn so funky begrüße. Du meinst, ihr wolltet dieses Trommelfeuer aus der Peinlichkeitskanone ja. nicht abreißen lassen? Und nein, also das wird mit dir gefeiert. Wurzelsepp du jetzt bist hin. Das Trommelfeuer. Wolf. Ja. Jetzt bin ich ja. dran. Ja, es ist ja, so ist es halt. Wenn man nicht ist schön. Ja. Wenn man nicht vor die Kamera darf, dann ist man eben hinter der Kamera und da. Aber da, hier. Da, also sowas da von. Ist der Wolf nämlich der Mann eigentlich, der ja schon so ein bisschen der Chef. Kann man sagen, oder? Denke ich. Oh, ich glaube jetzt, wenn ich das jetzt bejahen würde, ich glaube dann, wir wissen, wo dein Auto steht. Die Programmdirektion, die nein, hört nein, also nee. Soweit möchte ich auch nicht gehen, irgendwie mich irgendwie jetzt hier aufspielen zu wollen. Okay. Nur, ich kommandiere euch ein bisschen rum, wenn ich in der Regie sitze. Das macht ja wirklich, also wenn wir immer so ein bisschen ja. grenzdebil gucken, so. Und dann einfach nur Kopf schütteln. Okay, ja. Aber auf jeden Fall ist es dann meistens was von ihm. Zeig doch mal bitte das kurz immer, wie du guckst, wenn ich einen Witz mache. Ja, es ist wirklich der Blick. Wenn ihr mal hinten in der Regie wart, wenn Eddie einen Witz macht, vor allem das ist simultan bei allen Leuten in der Regie. Ja, ich bin so. Allein. Und vor allem schon zwei Minuten vorher. Man weiß es nämlich dann meistens schon so, jetzt kommt gleich ein Eddie-Witz. Nein, aber wir wollten wir wollten nicht über Eddie lachen, wir wollten über dich lachen. Und das ist ja auch viel einfacher. Deswegen in den Teambereich. Nö, können wir das nicht lassen? Ja, doch, wir gehen. Ich habe gehört, das hat so ein richtig geiles Thema. Nee, worauf wir doch mal jetzt auf. Mal neuen. Guck mal, Intim. Inside, da klickt ihr nämlich auf Inside. Ich wollte jetzt gar nicht Intim werden eigentlich. Dann findet ihr dieses Giga Games Team, wo sich dieser junge Mann, der sich jetzt gerade versucht rauszuschlängeln, befindet. Und er befindet sich auf Stufe 2 unserer Kasten. Wenn ich jetzt in der Regie wäre, würde ich sagen, zum Ende kommen, bitte. Ich höre nichts. Wir haben noch Zeit, ja? Wir haben noch 3-4 Minuten. Danke, Pepper. Okay, macht nochmal ein Close-Up bitte von dem Gesicht da. Übrigens, schön, dass du dich rasiert hast. Extra jetzt fürs Fernsehen. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich heute Abend hier stehen muss, hätte ich mich auch nicht rasiert. Sag mal, was mir jetzt auch gerade einfällt, wo hast du noch Piercings? Wo ich noch Piercings habe? Können wir das also es gibt schon die eine oder andere Stelle, ja? Bei der es echt weh tat, wenn ich das mal so sage. Nein, nein. Stört das nicht? Das stört schon ein bisschen, vor allem, wenn man irgendwie hier mit so einer mannigfaltigen Ringpracht ausgestattet ist. Aber... Man lernt damit zu leben. Aber du verarbeitest dich nicht ab und zu dann in deinen eigenen oder so. Ist auch schon vorgekommen. Also ohne Scheiße, so beim Haare waschen oder so reiß ich mir ganz gerne mal das eigene Ohr ab. Ja, man sieht es auch schon leicht so angerissen. Also es wirkt so links, egal. Aber ich würde sagen, das müssen wir jetzt an der Stelle nicht fortsetzen. Wir gucken uns nämlich jetzt mal dein tolles Bild an. Okay, ich drücke es. Moment, ich drücke ein Ragout aus der Oh mein Gott-Kanone. Ja! Nö. Ein Mann. Ja, das ist wieder so. Das ist ja so ein massiv. Foto. Da steht irgendwann jemand mit der Kamera vor dir und sagt, Wolf, ich brauche mal ein Foto von dir und du hast weder Bock noch Zeit. Und bist schon gar nicht telegen irgendwie. Genau, du siehst, es sieht auch nicht so aus, als ob das vorbereitet wäre, das Foto. Du sitzt nämlich immer so in der Redaktion. Ja, das Traurige ist, es stimmt meistens. Immer mit so einem peinlichen Grinsen auf dem Kopf. Nee, das ist so ein gequälter Gesichtsausdruck. Der Schmerz verzerrt meine ansonsten engelsgleiche Visage. Normalerweise ein ganz hübscher Kerl, nur leider dann vor der Kamera. Ja, vor allem, wenn ich neben dir stehe, das ist ja quasi wie eine Rose neben einem Blumenkohl. Schön hätte ich es nicht sagen können, deswegen mag ich den Mann auch so. Ein Trommelfeuer ist eine Metapher. Und ihr könnt ihm Mail schreiben an Wolf21, das ist nicht sein Alter, ihr könnt ja raten, was sonst. Ich glaube, wer jetzt eine Mail schreibt, ist der erste Mensch auf diesem Planeten, der mir unter dieser Adresse wirklich eine Mail schreibt. Aber versucht's ruhig. Schreibt ihm Ich freue mich dann doch schon. Er ist so lieb und er sucht auch eine Freundin. Das ist gelogen. Thank you.
Ja, ja, wir feiern quasi Sendegeburtstag, der 500. Also 500 Sendungen, das heißt 1000 Stunden sind vergangen. Das nur nochmal für alle Leute, die jetzt vielleicht eben in der Werbung erst eingeschaltet haben. Und wir feiern natürlich ein bisschen, haben aber natürlich auch klasse Themen. Auf jeden Fall. Und ein klasse Thema auf jeden Fall ist im Max-Bereich beheimatet, denn da geht es mal wieder um Battlefield 1942 und die Mod-Szene ist da ja im Moment recht aktiv. Und eine der neuesten Mods, die jetzt auch fertig ist, ist Desert Combat. Also fertig ist ein bisschen übertrieben, es sind die ersten Models fertig und es gibt schon ein erstes Movie, beziehungsweise zwei, ein frühes und jetzt ein aktuelles, mit einer F10, nein Quatsch, A10, einem A10 und einem einer F16. Jetzt habe ich mich wieder bei allen Militaria-Freunden da draußen in Grund und Boden gelabert, aber ich kenne mich damit nicht so gut aus, deswegen halte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen die Fresse und zeige euch stattdessen die Alpha-Version des A10 für die Battlefield 1942. Mod ist großartig, findet ihr natürlich bei uns im Max-Bereich. So, Film und Mats ab. So, da sehen wir schon, A10 Thunderbolt, das Ganze natürlich eher ein Bomber. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich will mich jetzt auch nicht hier verplappern, aber A10 war doch, glaube ich, auch eines der steuerbaren Flugzeuge bei Operation Flashpoint, oder? Oder beim Add-on? Ja? Natürlich, natürlich. Also, ich höre gerade hier und natürlich habe ich recht. Ja, ihr seht schon hier auch eigenes Interieur. Sieht auf jeden Fall ganz schmuck aus. Ich frage mich eigentlich nur, wie das Ganze aussehen soll, wenn man dann tatsächlich zum Beispiel mit der F-16 fliegt, die ja dann wahrscheinlich etwas schneller ist als die normalen Flugzeuge in Battlefield 1942. Sind dann die Maps nicht einfach ein bisschen zu klein? Gute Frage. Also ihr könnt das gerne im entsprechenden Comments-Bereich diskutieren. Ihr seht es hier, fliegt hier um den Bomber. Da sehen wir vielleicht auch mal die Größenverhältnisse zwischen den beiden Flugzeugen. Und ich wage jetzt einfach mal zu tippen, dass der A10 ja dann eigentlich von der Ausstattung her vielleicht sogar ein bisschen besser ist als der große Bomber, nur eben kleiner. Aber vielleicht lache ich auch hier totalen Schwachsinn. Aber mir kommt er so vor, weil der ist ja neuer. Und was neuer ist, ist ja immer kleiner und besser. Oder Michael? Okay, der Michael kennt sich nicht. Michael kennt sich leider nicht mit kleinen und großen Sachen aus. Auf jeden Fall seht ihr schon, das meiste scheint fertig zu sein, das, obwohl das hier angeblich noch eine Alpha-Version ist. Also ihr werdet im nächsten Movie, was ich euch im nächsten Track zeige, dann auch sehen, dass auch der, die, das oder wie auch immer man das nennt, A10 verbessert wurde. Das sieht schon sehr, sehr schmuck aus, also wirkt auch ein bisschen schneller als dann mit den normalen Flugzeugen, was ja auch logisch ist. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird. Ihr seht hier, Loopings gehen also auf jeden Fall auch, wahrscheinlich sogar besser als mit einem Bomber, mit einem vergleichbar großen. Dann natürlich auch neue, oh Gott, jetzt spreche ich sie garantiert falsch aus, Abram oder Abram, auf jeden Fall diese Missiles, die so dick sind, wo so dick Bumm machen. Ja, ihr seht schon, ewiger Zivildienstleistender kennt sich leider überhaupt nicht mit militärischen Einheiten aus. Aber zumindest weiß ich, dass das wehgetan hat. Ja, offensichtlich kann man auch wirklich recht viele Raketen auf einmal abschießen, was ja auch recht schön ist. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich meine, ich denke, dass letztendlich die Desert Combat Mod dann natürlich auch eigene Missionen hat und eigene Maps und eigene Einheiten und das alles mehr. Wir sehen noch mehr, wir können gleich wieder draufschalten, denn da sehen wir das Ganze jetzt mal von außen. Auch schöne Kriegsbemalung hier. Dann hier diese Abrams, ich glaube, die heißen so, meine Güte, ich sag besser nichts mehr. Mavericks? Das sind doch keine Mavericks. Okay, also meine Kollegen aus der PC-Spiele-Ecke sagen, es wären Mavericks. Ich sage, es sind Abrams, weil ich es auf der Webseite gelesen habe. Okay, auf jeden Fall ist die MG etwas besser als die Standard-MG in Battlefield 1942. So viel kann sogar ich sagen. So, wir müssen an der Stelle aber leider Schluss machen. Aber ich habe gleich noch einen Movie, in dem ihr die neue Version des A10 und ganz wichtig die, das F-16-Teil-Dingens seht. Und die sind großartig, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ihr findet die Movies nicht nur im Max-Bereich, sondern gleich auch hier. Und jetzt gibt es noch ein bisschen mehr von unserer 500er Geburtstagsparty.
mir heute ein bisschen leid, hier diesen ersten Overview euch präsentieren zu müssen, denn das heißt, eine Stunde unserer großen Geburtstagsparty ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab sicherlich sowohl für Giga-Fans als auch für normale Zuschauer, die eben ein bisschen Themen wollen, etwas für jeden hoffentlich. Und gleich gibt's auch noch mehr von unserem großen Mix. Also wir haben nicht nur unseren großartigen zweiten Teil von der Probesendung vom 15.11.2000, also ein echtes Sammlerstück sozusagen. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir haben noch jede Menge Movies, wir zeigen noch ein paar Fansites und wir haben natürlich auch noch ganz normale Themen. Damit fange ich jetzt einfach mal an im PC-Bereich. Da geht's weiter mit dem Harry, dem Potter, und ich darf hier leider nie was dazu sagen. Immer wenn ich zum PC-Bereich roll, dann ignorieren die mich ja immer oder lassen irgendwelche total lächerlichen, beleidigenden, wehtuenden Beleidigungen los. Aber ich persönlich fand den Harry Potter 2 Film gut. So, jetzt darf ich es endlich hier an meiner Stelle auch mal sagen. Und im Konsolenbereich geht es natürlich auch weiter mit dem aktuellen Thema, welches da lautet Red Faction 2. Wie weit bist du denn, Michi? Weiter als ich denke. Also ich habe ja gesehen, wie er heute zockt. Und naja, ich hoffe mal, er kommt noch über das erste Level hinaus. Im Max-Bereich geht es weiter mit der Battlefield 1942 Mod Desert Combat. Das heißt, wir haben die F-16, so heißt das Ganze, und A-10, also zwei Flugzeuge, die es in der Mod geben wird. Die haben wir jetzt schon hier als Movie. Könnt ihr euch schon downloaden, könnt ihr euch angucken und könnt ihr im Comments-Bereich auch schon diskutieren. Wenn ihr schon ohnehin im Comments-Bereich seid, dann geht, und da müssen wir nochmal ganz schnell auf die Seite, dann geht ganz dringend und unbedingt hier in den Max-Bereich und von da aus in unseren Artikel über die Fansites. Denn wir möchten heute eure Fansites vorstellen, wir möchten heute ein bisschen was von eurer Arbeit zeigen und deswegen guckt, ob ihr drin seid, und ansonsten tragt euch im Comments-Bereich ein, dann tragen wir euch nach und dann haben wir alle Spaß und jetzt gibt es noch eine Stunde Giga Games. Ja, und auch nochmal ein kräftiges Hallo aus dieser munteren Runde. Hallo. Hallo! Hallo! Wir haben die Jungs entführt, denn wir wollen ein kleines Interview machen, weil wir waren ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich ja ganz gar nicht von Anfang an. Du bist ja die Letzte, die gekommen ist. Ich bin ja gerade mal 5 Monate hier. Eva kann vielleicht noch mehr erzählen dazu, aber die Jungs noch viel, viel mehr. Ja. Wenn man uns ein Mikrofon gibt. Wir haben uns nämlich überlegt, haben uns vorhin ein paar Fragen aufgeschrieben und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, lieber Etienne, was war dein spannendstes Ereignis, was du jemals bei Giga Games innerhalb von diesen ganzen 500 Folgen erlebt hast? Merkt man, wie es hier knistert? Hm? Ich ja gar nichts. Da merkt man doch was zu Hause, oder? Was war die Frage? Uns. Ja. Genau das wollten wir vermeiden. Die 500, was war die? Ich habe die Frage echt. Frage. Sag nochmal die Frage. Was war dein tollstes Erlebnis hier in diesem Kreise der Harmonie und der Freundschaft? Denn da gibt es ja so viele tolle Ereignisse. Eigentlich war ja jede Sendung ein Ereignis für sich. Aber ich muss sagen, das tollste Erlebnis war es, jeden Tag neben meinem Kollegen Hannes moderieren zu dürfen, den ich sehr schätze und von dem ich sehr viel halte. Darf ich dir mal ein bisschen unter die Arme greifen? Denn ja, ich habe ja Eddie schon ein bisschen vorher interviewt und er hat mir gesagt, was er am besten fand, waren zum Beispiel die E3 in L.A., das FIFA-Event in Paris, P24, Verkleidung als Jedi zum Beispiel, Giga Games Ballett und die Liste, ja, die geht ja noch so lang weiter. Und deswegen fangen wir an dieser Stelle mal den Hannes, weil der hat noch gar nichts gesagt. Das stimmt, das waren alles tolle Sachen, aber nicht... Ja, ich wollte erstmal, ich wollte das Kompliment zurückgeben an meinen eloquenten, sehr gut aussehenden, hübschen, immer netten, immer auch anwesenden Kollegen. Ja, genug mit dem Geschleime jetzt hier. Das Spannendste, was ich erlebt habe, war wirklich auch neben dem Mann zu sitzen, 8 Stunden pro Tag. Dann beschreibe doch mal den Mann in einem Satz oder besser gesagt in 3 kurzen, knappen Adjektiven. Das wird schwer. Mr. Ghetto in the house. Ghetto in the house. Voll die Adjektive, Hannes. Ich meine, ihr verbringt ja mehr Zeit, als wie man mit einem Partner verbringt. Jeden Tag miteinander, jeden Tag 9 Stunden. Wie würdest du Hannes denn ganz kurz beschreiben? Ja, also er ist eigentlich sehr sensibel. Ja. Das zeigt er nicht immer, aber manchmal streiten wir uns natürlich auch. Und meistens geht es dann um so Sachen, wer dann einem die Decke klaut in der Nacht oder so. Ah ja, also ihr verbringt auch gemeinsam die Nächte zusammen. Das ist doch toll. Ja, wir sind halt echte Kollegen. Ne? Und Hannes, ja? Was hättest du zum Beispiel gemacht, wenn es Giga Games nicht gegeben hätte? Wie würde dein Leben jetzt aussehen? Dann wäre ich vermutlich Fernsehproduzent und hätte Giga Games gegründet. Und du, Etienne? Ja, wenn es Giga Games nicht gegeben hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich weiterhin im Bergwerk und würde auch
dort weiter Minenarbeit tätigen. Habe ich ja, was viele ja nicht wissen, ist, dass ich früher im Bergwerk gearbeitet habe. Interessant, und, ja. Ich finde, dann solltest auch du nachher ein in Afghanistan mehr beim Aufbau. Klasse. Ich finde, ihr also, solltet auf jeden Fall dranbleiben. Das würde ich dann wohl weitermachen. Wenn wir gleich den Michi und den Simon hier nämlich sitzen haben werden. Ja, und, danke, Hannes. An dieser Stelle. Und natürlich würde ich auch. Die Jungs, die Mikros wegnehmen. In den dritten Weltländern. Zum Ende kommen, hören wir gerade. Ja, bleibt dran. Gleich gibt es natürlich wieder weitere heiße Fragen hier bei uns auf dem Lady-Sofa. Was unsere Kollegen der Giga-Nachmittagssendung können, das können wir schon lange, denn die zerren nämlich bei jeder Gelegenheit irgendeine gut wohlbeleibte Praktikantin vor die Kamera, um so ihre Zuschauerzahlen fälschlicherweise zu erhöhen, was ich gar nicht gut finde. Und wir können das natürlich auch. Aber wir machen das natürlich seriös, kompetent mit dem Manuel, unserem Praktikanten. Gut, er hat ein Bikini drunter, aber das ist eine andere Geschichte. Die Fotostrecke findet ihr bald. Und Manuel, jetzt vielleicht erstmal für alle Leute da draußen, die auch schon ganz gerne mal hier in den Heiligen Hallen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, für dich sind sie wahrscheinlich was anderes, in den Heiligen Hallen arbeiten möchten. Wie bist du hergekommen? Ja, es war eigentlich ganz, ganz einfach. Ich habe einfach eine kurze Mail mit einem Foto geschickt und zwei Wochen später sollte ich vorbeikommen und mich vorstellen. War es ein Foto von dir oder ein Foto von einer Frau oder von einem Geldkoffer? Oder? Funktioniert alles übrigens. Einfach ein ganz normales Foto von irgendwoher. Also hatte ich noch so zu Hause auf dem Rechner. Einfach nur Foto und eine nette Mail. An was hast du das Ganze geschrieben? Oh, das weiß ich nicht. Haben wir da überhaupt irgendwas? Ja, da gibt es irgendwo auf der Website nicht. Da was, aber jobs@giga4u.de kriege ich. So was in der Richtung. Es hat auch was länger gedauert, bis ich es gefunden hatte, aber dann habe ich es doch gefunden. Hat wahrscheinlich auch länger gedauert, bis die Antwort kam, oder? Na, so lange gar nicht. So lange hat das gar nicht gedauert. 2-3 Wochen. Okay, 2-3 Wochen. Also Leute, ihr habt es gemerkt, ihr könnt eventuell dann auch hier stehen. Da kommt ihr ins Fernsehen. Da ist der Manuel auch ganz stolz drauf jetzt. Total, nein, ja. Es ist großartig. Die sehen bestimmt 5, 6, 7 Leute jetzt garantiert. Und ja, vielleicht, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Ich meine, Praktikant hört sich ja immer so an. Bei Elton sieht man ja auch nicht wirklich, was er macht. Was machst du hier? Ja, hauptsächlich schreibe ich einfach Artikel. Also man sieht dich dann auch und für schon. Max hauptsächlich. Ja, Max, ja, da muss ich aber echt mal sagen, ich habe gedacht, er wäre Consolero. Ich habe gedacht, er schreibt Konsolenartikel. Nee, damit habe ich nichts am Hut. Sowas, das tut mir auch leid, wirklich. Der Kollege unterstützt mich hier die ganze Zeit. Wo kann man denn was von dir finden jetzt? Mann, ja, zum Beispiel der erste Artikel, den du gerade siehst, ja. So oft gucke ich in meinen Bereich. Der erste Artikel ist von dir. Nein, der ist wieder hochgestellt. Deswegen genau, wusste ich das nicht. Wollten wir eigentlich heute machen, läuft aber leider nicht mit XP. Bei dir läuft es, kannst du ja vielleicht bei noch mir was läuft's, zu sagen. Ja, ich habe 98, das ist ein ganz netter. Kannst du mal gerade einen Kaffee machen? Nee, das geht jetzt nicht. Ja, nee, also, du weißt, also wir haben dir ja die Kasten erklärt. On Air, Programmchef, Regie. Pepper ist ganz unten, also dem darfst du quasi noch hier. Nein, was ist da eigentlich drin? Da ist sogar Geld drin, ja. Das ist übrigens die Bezahlung, die ihr bei uns hier kriegt. Kannst ein paar Fotokopien machen, dann gehen wir vorne. Ja, auch ganz schnell. Und vorkauen bitte für geht den gerade nicht, ich muss jetzt hier gerade so, im Fernsehen reden. Wir wollten eigentlich was zu Wing Commander sagen, denn da gibt es eine Mod. Das Ganze ist irgendwie kostenlos, würde zu lange dauern zu erklären, aber du hast gespielt, deine Meinung? Ja, ist so ganz nett, also für Leute, die Wing Commander ganz gut fanden und so und ist zwar etwas älter, aber und bei dir macht schon auch Spaß. Bei mir läuft es auch gut. 98. Ja. Schade, schade, ich wollte es eigentlich heute machen, dann habe ich leider XP und es läuft nicht. Falls ihr einen Tipp habt, schreibt ihn entweder an den, was ist eigentlich deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist ganz komisch, ist nämlich gamesprakti3@giga.de, wenn irgendjemand da was hinschicken will oder so. Ja. Schickt auch mal an die anderen 5, 6, 7, schreibt am Ende einfach was dran, ihr kommt garantiert irgendwie an. So ist der Manuel und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und jetzt geht's weiter mit Giga Games. Es ist soweit. Das Spiel der Könige geht weiter, wir werden Schach spielen. Wir haben unseren Zug gefunden, beziehungsweise unseren Kommentar. Der da kommt vom Action-Arsch. Ja, der schreibt, Chamber of Secrets und Kammer des Schreckens passt nicht so ganz. Was haben sich die Übersetzer dabei bloß gedacht? The Chamber of Secrets bedeutet doch die Kammer der Geheimnisse. Ein unglaublicher Übersetzungsfehler. Das ist natürlich wieder so typisch deutscher
Übersetzungsmurks. Die haben sich das einfach ein bisschen freier ausgelegt und... Ja, aber Kammer der Geheimnisse klingt, da fehlt der Schwung, weißt du? Findest du? Kammer der Geheimnisse. Die Geheimnisse, pass auf, Harry Potter und die geheimnisvolle Kammer der Geheimniskrämer. Verdammt, an dir ist wirklich ein Übersetzer. Indiana Jones in gefährlichen Gegenden. Ja. Nicht schlecht, oder? Dann nehmen wir am besten seinen Zug. Action-Arsches Zug ist oh, der ja. Springer Darf von ich? G1. Mach mal. G1 nach F3. G1 nach F3, das wäre der Springer nach links. Also praktisch eine Imitation unseres glorreichen Zuges. Dein letzter Zug, ja, wir haben als letztes hier den Springer bewegt. Das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt endlich mal ein bisschen offensiv, die Community. Was machst du? Ich werde natürlich schon ziehen? Ich werde auf jeden Fall gleich dagegen halten. Und zwar werde ich eine Rochade machen. Ich hoffe, ich darf. Aha. Eine Rochade. Das sind jetzt aber zwei Züge auf einmal. Das ist ja Achso, das ist die Rochade, genau. Okay, Hannes, aber finde ich gut. Großmeister Eddie, wir müssen nur mal erklären für die Leute da draußen, was eine Rochade ist. Naja, die Schachleute, eine Rochade, einer der wichtigsten Züge beim Schach. Man versucht den König aufgrund dieses Spezialzuges etwas in die Ecke zu drängen, in die eigene Ecke. Mhm. Und dadurch, dass er ein bisschen besser verteidigt ist in der Ecke. Wir wissen, von zwei Seiten angegriffen zu werden, ist besser als von vier. Und bringen unseren Turm in die Mitte des Schachfeldes und werden von dort aus dann gleich mit Turm und Dame sowas von dominieren. Weißt du was? Ich fühle mich so gerade wie auf Bayern 3 in dieser schlechten Schachsendung mit diesem Bluescreen-Hintergrund, wo sich diese Großmeister so stundenlang über Schach unterhalten. Und weißt du, was ich die Sendung, wie ich die so einschätze? Stinklangweilig. Echt? Ja, so ein bisschen. Ich denke, wir sollten ein bisschen wieder abspielen. Weißt du, welche Sendung wirklich cool ist? Nee. Kennst du den Typen, der abends malt? Der mit dem Bart. Bob Ross oder so. Ja, kennt ihr einer? Bob Ross? Ja. Der mein persönlicher Held. Wenn ich abends nicht schlafen kann, vergiss Domian, vergiss alles. Ja. Bob Ross ist der King. Sitzt dann abends da und malt dann irgendwie mit seinem Pinsel und du glaubst immer gar nicht, dass daraus ein Bild entsteht. Der patscht da immer was drauf und am Ende entsteht ein fotorealistisches Bild der Alpen. Bob Ross, wenn es sich noch gibt, ist aus den 80er Jahren. Liebeserklärung an den Maler Bob Ross. Bob Ross, wir verstehen uns. Ja. Wir gehen wieder zu Harry Potter. Wir haben heute leider noch nicht viel zeigen können, aber ein bisschen was müssen wir mal zeigen, und zwar die tollen Zaubererkarten. Man kennt die ja aus dem Roman schon. Weißt du den Spezialnamen? Die gibt es auch in Bertie Botts Bohnenpackungen, wo man dann so Weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall gibt es diese Zaubererkarten. Normalerweise bewegen die sich auch. Hier kann man die auch sammeln und man kriegt dann... Ach ja, die gab es ja auch im ersten Teil, ne? Ja, ja, und dann haben wir hier zum Beispiel noch eine Karte, können wir auch aufrufen. Wir befinden uns also in der Haupthalle. Und dann haben wir auch noch, wo sind sie denn hier? Die Bertie Botts Bohnen werden auch angezeigt. Und dann gibt es hier zum Beispiel noch Quidditch, haben wir noch nicht gespielt. Werden wir vielleicht dann morgen sehen, wenn wir es nochmal rausholen, das Spiel. Aber jetzt gehen wir mal wieder ins Spiel rein. Harry, zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste geht es hier hinauf. Zu Herrn Lockhart, der war cool im Film, ne, oder? Der war cool, gespielt von Kenneth Branagh, den man aus diversen Shakespeare-Verfilmungen kennt. Und war der auch so überraschend? Ja, ja, super arrogant und... ja, erinnert mich so ein bisschen an den Carsten, weißt du? Ah, ja, ja, ja. Also, nur nicht ganz so braun, ne? Hallo, nee, nicht so braun, aber... hallo Nick! Naja. So ein bisschen, ne? Weißt du? Ja, ja. Große Töne, nix dahinter. So, wollen wir gleich mal wieder ein bisschen Bertie Botts Bohnen sammeln? Und mir kommt das auch so ein bisschen vor, als ob das Spiel wirklich von der Süßigkeitenindustrie gesponsert ist. Da ist echt eine Verschwörung dahinter, weil man sammelt, glaube ich, im ganzen Spiel ungefähr 5000 Bertie Botts Bohnen ein. Vor allen Dingen, was sind Bertie Botts Bohnen? Die gibt es doch gar nicht. Natürlich, ja, im Buch kommen die andauernd vor. Das sind diese Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Die gibt es dann in Popel, in Kotz. Ja, Bücher, wer liest denn Bücher, wenn es die Filme gibt? Ja. Ne? Frag das mal die Millionen Fans da draußen. Die warten ja alle aufs fünfte Buch. Wann kommt's? Hat's eine Schreibblockade? Hat's es nicht? Man weiß es nicht. Wie geht's weiter? Wird vielleicht doch... Sieben Bücher soll's ja insgesamt. Ja, ja. Man weiß auch nicht. Es gibt das Gerücht, dass es jetzt ein leichter Sexroman werden soll. Also es kommt ja langsam ins Alter, Harry Potter. Ne? Ja, aber Harry selber ist ja frigide. Ron wird ja den Part des Sexgotts übernehmen. Findest? Ja, ja, auf jeden Fall. Ron wird auf jeden Fall ein bisschen also intim muskulöser werden Ron mit Hermine. Hermine, nicht Hermine. Du musst immer eine Quellenangabe angeben. Oh, Simon, so ein Quatsch. Warum sollte ich dich fragen? Ich habe selber alle vier Bücher gelesen. So, schauen wir uns nochmal schön die Porträts an. Leider müssen wir jetzt hier wieder zum Ende kommen, aber ich verspreche euch, Harry Potter-Fans da draußen, morgen geht's weiter mit dem glorreichen Game. Wir werden nochmal kurz ins Quidditch-Match reinschauen. Wir werden eine Zauberer-Herausforderung haben und wir werden den Eddie mit Bertie Botts Bohnen weiterhin nerven. Okay, wollen wir ein bisschen tanzen? Wollen wir ein bisschen tanzen? Machen wir jetzt.
Es ist wieder soweit. Ich muss schon ein bisschen lachen, denn am 15.11.2000 wurde zumindest in einer gewissen Art und Weise Filmgeschichte geschrieben, denn dann gab es einen Probelauf für Giga Games, bevor das Ganze live gestartet ist, und wir haben das Band hier. Und ich bin froh, dass ich nicht drauf bin, und der Eddie ist auch froh, dass er drauf ist, und der Hannes erst recht. Guckt's euch an, großartig, nicht verpassen. Das ist der liebe Carsten. Carsten, genau. Danke für diese tolle Übergabe, Etienne. Eine Riesenübergabe von meinem Kollegen Etienne. Und ich habe die große Ehre, auf diesem tollen orangenen Sofa hier zu liegen und den sexy Part des Abends zu empfangen. Denn hier sind unsere Mädels und ich sage Musik ab. Direkt beschlagnahmt. Ja. So, das bleibt jetzt hier. Das Mädels, da seid ihr. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, was den sexy Part des Abends angeht. Tolle Mädels hier. Angela, Melanie und Cindy. Und ihr macht, ich höre gerade den Mirko in meinem Ohr, der Mann aus der Regie übrigens. Ja, das soll uns aber nicht stören, denn ihr seid für unseren witzigen Teil in der Sendung für Fun and Freeware. Mhm. Und ihr wollt heute, glaube ich, campen gehen, aber zuerst erklärst du mir, was denn heute oder was ihr generell in der Sendung so macht. Also wir werden es auf jeden Fall super gemütlich hier machen und werden die Freeware-Welt erobern. Das heißt, wir zeigen alle Freeware-Spiele, die man sich kostenlos runterladen kann. Online-Spiele, mhm. Movies, Flash, alles Mögliche, was halt kostenlos ist. Und witzig natürlich. That is you. Ja. That is you. Unser Thema hast du uns jetzt schon vorweggenommen, Mensch. Genau, wir gehen campen. Von der RTL-Serie Die Camper, kennst du, ne? Ich hätte auch Lust mitzukommen. Ja, kommst du mit? Kommst vorbei? Ja, ich glaube schon, machen wir uns ein bisschen gemütlich hier auf dem Sofa, packen die Zelte aus, Schlafsäcke und so weiter. Vielleicht noch ein bisschen was zu trinken, oder? Können wir machen. Ja, klar. Hört sich gut an. Cindy, was hast du denn heute für uns? Ja, ich gehe heute mit Sylvester Stallone und Harrison Ford in den Dschungel und werde ein bisschen herumballern. Rumballern? Wie das aussieht, zeige ich euch nachher. Hört sich auch nicht schlecht an. Kannst du mir ein bisschen mehr verraten, Cindy? Es ist Freeware, das reicht doch erstmal, oder? Na gut. Das soll uns jetzt an diesem Punkt dann doch erstmal reichen. Ich bleib noch ein bisschen hier, weil hier gefällt es mir, hier sind Mädels, es ist gemütlich hier und ich bleibe hier erstmal. Und jetzt ist Etienne wieder dran am Hostpolen. Ja, Carsten, also finde ich ja sehr nett da. Ich würde auch gerne jetzt irgendwie auf dieser Couch sitzen mit den Games Ladies. Aber hier ist auch nicht schlecht. Giga Games, täglich 20 bis 22 Uhr, die bunte Welt der Spiele, PC-Spiele, Konsolenspiele, Help, also alles, was ihr da draußen eigentlich wissen müsst. Natürlich auch Free and Fun für die Leute, die vielleicht einfach mal kurz spontan irgendwas runterladen möchten. Das ist unsere niegelnagelneue Games-Seite, seit heute Mittag im Netz. Da habt ihr die verschiedenen Bereiche, PC, Konsolen, Help, Free and Fun und den Webtipp. Da könnt ihr zum Beispiel auf das Köpfchen vom Hannes klicken und kommt dann in den PC-Games-Bereich. Da erscheint dann auf einmal noch ein Köpfchen und da seht ihr auch schon die aktuellen Themen des Tages. Zum Beispiel haben wir hier, wie vorhin angesprochen, Guybrush Teil 4, beziehungsweise Monkey Island Teil 4 und bei den Konsolen haben wir natürlich auch die Themen, die ihr live in der Sendung sehen werdet, auch auf giga.de. Wie ihr in die Games-Seite kommt, ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf giga.de, die Startseite, dort dann auf Giga Games. Da findet ihr oben neu Giga Green, Giga Games und Giga Heartbeat. Und wenn ihr auf Giga Games klickt, dann kommt ihr eben auf die neue Games-Seite. Von nun an werden wir euch täglich, wochentags zumindest, von 20 bis 22 Uhr alles Mögliche rund um die Welt der Spiele bieten. Ich hoffe, euch macht Spaß, uns macht es auf jeden Fall Spaß und wir werden gleich richtig loslegen. Großartig. Da soll doch bitte noch mal jemand sagen, Giga Games hat keine Entwicklung durchgemacht in den 2 Jahren. Und vor allem, das ist ja immer schlechter geworden. Quatsch. Das hat scheiße angefangen und ist mittlerweile richtig gut. Großartig. Ich finde es schön. Leider gibt es das Ganze nicht zum Download. Wir dürfen es nie wieder zeigen. Der Eddie hat es gleich nach dieser Sendung verbrannt. Und jetzt geht's. Also er hat es postum schon verbrannt. Jetzt live. Das ist nämlich eine Aufzeichnung hier. Und ihr habt euch angeguckt, ich hoffe, es hat gefallen. Wir müssen jetzt leider an der Stelle Schluss machen. Bis dann.
zur zweiten Runde mit unserem Special-Interview. Und ich hoffe, dass unsere beiden Gäste, ja, hier die Spaßköpfe hier nehmen. Ich bin hier fertig. Ja, mit dem Sieger müssen wir noch ein bisschen warten, weil der verteilt gerade hier noch sein Hörgerät. Etwas diplomatischer sind als die beiden anderen gerade. Die fanden das nämlich alles ganz lustig. Und ich denke mal, die beiden Jungs sind gesittet genug, ja, um würdig Antworten zu geben. Ich habe mich auch vorbereitet. Also Eva, wollen wir beginnen? Oder wolltest du noch etwas ausruhen? Sag mal Simon, die letzten zwei Jahre, ne? Hast du dich eigentlich in den letzten zwei Jahren ein wenig verändert oder bist du von dem ersten Tag an so gewesen, wie du heute auch schon der bist? Der ist auch noch gar keine zwei Jahre dabei, der ist überhaupt nicht von Anfang an dabei, darauf bestehe ich. Der gehört nicht dazu. Ich war schon immer ein eloquenter und sehr humorvoller Mensch, ja. Oh, das hast du ganz toll ausgedrückt. Also ich fand den Roman fand ich lustiger als dich. Weil der hat immer Schokolade aus der Schweiz mitgebracht, gell? Ja, es ist einfach, sich in mein Herz zu stehlen. Ja, das ist eine tolle Überleitung für meine Frage. Oh, ja. Denn, ja, ich würde gerne wissen, und ich denke, meine Leute da draußen auch, wie bist du überhaupt zu Giga Games gekommen? Ich jetzt? Nee, der. Achso, okay. Schon wieder ich? Nein. Also, okay, zu Giga Games. Habe ich, glaube ich, schon tausendmal erzählt, aber die Leute interessiert es ja wirklich immer. Immer und immer wieder. Oh ja. Ich habe ganz einfach über die Internetseite, da war ja damals auf der Nachmittagssendungsseite, da war dann Aufruf, wir machen eine Games-Sendung, bla bla bla. Wenn ihr meint, ihr bewerbt euch, ihr seid gut genug dafür, bewerbt euch einfach. Habe ich gemacht, hätte nie damit gerechnet, dass da irgendwas kommt. Dann kam ein Casting eine Woche später, da war ich total toll. Wir haben ja diese Castingbänder haben wir übrigens gesucht, haben wir nicht gefunden. Hat nicht gefunden, das sagt ihr. Also wie gesagt, die Sendungsaufzeichnung war schon peinlich, aber die Castingbänder sind, glaube ich, richtig, richtig der Brüller. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe komplettes Blackout von den 10 Minuten, wo ich da gecastet worden bin. Aber du warst bei vollem Bewusstsein. Ja, aber alle anderen waren so schlecht scheinbar, dass sie dann mich genommen haben. Ihr Simon, seht, so einfach ist das, ja? So einfach. So einfach kommt man nicht gerne hin. Einfach nur 30 Jahre alt sein und 50 Minuten am Stück reden und schon habt ihr das. Ja, das kannst du nicht. Wir haben bin noch zu jung. Psst. Wir haben vorhin die beiden anderen Kandidaten auch was befragt. Also ihr verbringt ja 9 Stunden, manchmal sogar auch 10 Stunden hier im Studio miteinander. Wie ein altes Ehepaar. Wie so ein altes Ehepaar. Ich meine, 500 Sendungen. Die haben bestimmt was Böses über mich gesagt, oder? Nein, haben sie nicht direkt. Kannst ja jetzt natürlich auch selber zurückkontern, indem du sagst zum Beispiel, wie der Micha eigentlich so kurzum mit ein paar Sätzen oder ein paar Wörtern, wie der eigentlich so ist. Vergiss nicht, wer dich nach Hause fährt, wenn du betrunken bist. Ich wollte gerade sagen, ihr habt mich neben ihn gesetzt und jetzt soll ich hier nett über ihn reden. Nein, ich muss sagen, der Micha, der ist mir das Herz gewachsen. Ja, das wie sieht eigentlich man, die ganze Jungs ja auch nicht so ans Herz. Nicht, geh weg, nein, also nicht so heiratmäßig, sondern mehr so, schön. Wir waren ja auch weg, letztes Jahr, 11.11., wer uns da vielleicht durch die Straßen hat taumeln sehen. Und das war sehr schön. Und aber das ist ja bei uns allen so. Wir necken uns ja nur immer so, zum Spaß. Nur zum Spaß. Nur bei uns, da ist das so. Ja, wir haben halt ein gespaltenes Verhältnis, wir zwei. Jedenfalls müssen wir jetzt auch wieder zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir hier auf dem Sofa. Und vielleicht gibt es ja demnächst irgendwann mal auch wieder so einen kleinen Talk mit den Jungs. Help! Ihr könnt nicht wissen, wo er gerade diese Unterhose hingezogen hat. Setzen wir uns mal und... Okay, wir müssen jetzt zu unserem Thema kommen. Welches da heißt eine Battlefield 1942 Mod? Die heißt Desert Combat. Und ich habe ganz viele Tipps von euch bekommen. Leute haben mir E-Mails geschickt mit Webseiten, wo der A10 Bomber nochmal genau vorgestellt wurde, weil ich ja nicht wusste, was das genau eigentlich ist. Naja, danke dafür auf jeden Fall. Kann ich leider jetzt an der Stelle nicht zeigen, findet ihr aber auf jeden Fall auch im Netz. Womit ich mich ein bisschen mehr auskenne, aber auch wirklich nur ein bisschen, weil ich damals entsprechende Spiele gerne gezockt habe, ist F-16. Also der F-16 Jet, sagt man Jet oder sagt man Flugzeug? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt auch der in dieser Battlefield 1942 Mod vor. Und ihr könnt ihn euch jetzt angucken, wenn ihr auf diesen Rechner schaltet. So, da sehen wir ihn. Und während keiner guckt, kann ich mir endlich die Unterhose wieder richten. So. Der hat da Raketen und eine Bemalung. Nein, da sehen wir auf jeden Fall auch wieder hier das Cockpit. Ich weiß natürlich nicht, ob die Jungs das Glück hatten, tatsächlich
von einer F-16 die Instrumente abfotografieren zu können. Aber ich denke mal, da gibt es ja im Netz natürlich unzählige Quellen, wo man die Bilder eben herbekommt. Und hier ist auch genau das, was ich im vergangenen Take schon angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob die Geschwindigkeit wirklich optimal ist. Also ob die wirklich realistisch und authentisch ist, denn naja, die F-16 fliegt dann doch schon etwas langsam für meinen Geschmack. Eher so wie die ganz normalen Flieger in Battlefield. Aber die Frage wäre natürlich auch, wenn dieses Teil wirklich mit x-1080 Trilliarden Lichtmeilen Kilometer pro Stunde fliegen würde, dann wäre die Map ja natürlich auch relativ klein. Und dann müsste man ja rein theoretisch eine größere Map machen. Das würde wieder ein bisschen mehr Probleme geben beim Coden, denke ich mir mal. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie die fertigen Missionen dann aussehen werden. Zumindest sieht das doch nach etwas anderem Gameplay aus als bei Battlefield, weil es eben dann auch etwas schneller ist und etwas stärkere Waffen hat. Also wo man normalerweise mit der MG doch ein bisschen länger drauf schießen muss, reicht hier eigentlich ganz kurz mal den Trigger Finger zu betätigen. Und schon ist das Ziel mehr oder weniger in Asche. Aber ihr seht, auch hier kann man natürlich abspringen und das ganz andere auch nochmal einen schönen kleinen Stunt an der Stelle gemacht und im Bomber gelandet. Und da seht ihr auch ungefähr nochmal genau hier die Größenverhältnisse, also in etwa so groß wie ein normaler Flieger. Und ihr seht auch, ich glaube, das ist auch authentisch, dass die Nase beim Starten dann nochmal runter geht, oder irre ich mich da? Ich weiß es nicht. Aber die geht auf jeden Fall runter. Hannes sagt gerade nein, aber der Hannes tut ja auch immer nur so, als ob er Ahnung hat. Der Hannes ist nämlich in Wirklichkeit extremer Pazifist. Auf jeden Fall gehen auch hier mit Loopings, so viel habe ich immerhin noch jetzt gerade so kapiert. Wenn ihr wissen würdet, was der Hannes schon wieder für einen Schwachsinn labert jetzt im Off, da kann man sich ja wirklich gar nicht mehr konzentrieren. Ja gut, jetzt fragen einige vielleicht, okay, super, zwei neue Modelle. Die versauen mir dann aber das ganze Spiel. Derartige Kommentare habe ich schon gelesen. Natürlich ist das nicht so gedacht, dass man mit diesen Flugzeugen dann auch in Battlefield rumfliegen kann. Das wäre ja dann doch etwas unfair, wie man hier sieht. Ohne Probleme ist so ein Bomber runtergeholt. Denn gedacht ist das Ganze natürlich als komplette Mod. Wie der Name auch schon sagt, Desert Combat, Wüste, keine Ahnung, vielleicht geht es um Desert Storm, vielleicht um irgendwas anderes, wird auf der Website auch nur so angerissen. Und da wird es dann natürlich auch eigene Missionen, eigene Maps und eine ganze Auswahl von Fahrzeugen geben. Es gibt auch schon erste Bilder von einem Panzer auf der Seite der Entwickler. Und ich denke, da wird sich mit Sicherheit noch einiges machen lassen. Es dauert dann natürlich noch, bis alles letztendlich rauskommt. Im Moment sind es ja dann nur diese zwei Flugzeuge, also die F-16 und der A-10 Bomber. Ja, und habt ihr gesehen, zumindest beim Fliegen hapert bei den Jungs ab und zu auch noch. Aber dafür haben die etwas schönere und schnellere und bessere Raketen. Aber dafür werden sie, wie auch hier, mit der Flak abgeschossen ohne Probleme. Ich weiß sogar gar nicht, vertragen die jetzt vielleicht sogar ein bisschen weniger als die normalen alten Flugzeuge von Battlefield 1942, weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich, die sind ja dann doch irgendwie etwas leichter aus der Fassung zu bringen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Meine Güte, ich gebe es auf. Abo Wächtersbach, danke für die Zivi-Zeit und an der Stelle vielleicht saugt euch die Movies, guckt euch das Ganze an und dann schreibt mir in den Kommentarbereich, was ihr davon haltet. Hat es eine Chance? Ist es eine Mod, die sich zu beobachten lohnt? Wir sehen uns. Und damit gehen wir vom Meister der schlechten Abgänge zu dem Mann in der Kordjacke. Und falls ihr euch fragen solltet, warum zieht der junge Mann sich seine Kordjacke an, liegt ihr vollkommen falsch. Das ist nämlich gar nicht meine Kordjacke und ich habe auch nicht vor zu gehen. Nein, viel, 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 viel besser. 500. Sendung bedeutet natürlich auch, dass wir wieder jede Menge Sachen für euch haben. Nicht nur lustige Peinlichkeiten von den Jungs, den Teufelskerlen und die, die es irgendwann mal geworden sind, wie zum Beispiel Simon. Nein, wir haben auch wieder auf der fantastischen Win-Seite bei uns, haben wir unglaubliche Preise für euch. Unter anderem die von mir jetzt gerade angelegte Kordjacke von PlayStation. Daher auch der Zockerbezug. Man muss da so ein bisschen näher rangehen. Ich glaube, das können wir jetzt nicht so gut zeigen. Auf jeden Fall sind hier auf den Jackenknöpfen zum Beispiel, ist das PlayStation-Zeichen und so weiter und so weiter. Ich kann es mal genau hier so, da seht ihr es, PlayStation, da PlayStation-Zeichen, ja, glitzert schön im Licht. Ja, also wirklich edelstes Material, leider keine Innentasche, aber nichtsdestotrotz könnt ihr das Ganze gewinnen, wenn ihr auf giga.de in den Win-Bereich geht. Da könnt ihr dann hier euch durchklicken, einfach hier Vorname, Name, Straßhaus, E-Mail und so weiter ausfüllen, abschicken, dann
habt ihr vielleicht Glück und könnt diese Kordjacke gewinnen. Und falls ihr dann schon mal da seid, könnt ihr auch einfach mal auf die Seite von Sony Computer Entertainment Europe gehen, denn die haben ja in dieser und nächster Woche eine sehr interessante Aktion, nämlich wenn ihr eine PlayStation kauft, bekommt ihr dann sogar noch ein Spiel kostenlos dazu. Wobei der Preis dann natürlich von der PlayStation abgezogen mit dem Spiel, ich meine, ich könnte euch das alles jetzt betriebswirtschaftlich erklären, wie das Ganze dann ne, im Rechnungswesen abgebucht wird, aber das würde zu weit führen. Stattdessen ziehe ich die Jacke aus, sie ist mir wirklich ziemlich warm und komme zurück zum Spiel des heutigen Abends, nämlich Red Faction 2. Ich muss kurz überlegen, ach ja genau, ich wollte euch ja den fantastischen Zwischenfilm zeigen, wenn ich hier das Nano-Kram geklaut habe. Du wirst Kanzler Soport sehr glücklich machen und jetzt zum Teufel nochmal verschwinde von dort. Genau, das machen wir doch auch. Sprachausgabe ist wirklich ganz gut gelungen, ist ja einer der größeren Unterschiede jetzt zu der Review-Version, die der Carsten vorgestellt hat, wo die Sprache noch komplett auf Englisch war, jetzt hier komplett eingedeutscht. Das habt ihr jetzt, glaube ich, gerade nicht gesehen, da steht nämlich zwei Jahre später und jetzt so ganz kurzer Plot, worum es geht. Gestohlen. Zur Erde gebracht. Wieder und wieder gestohlen. Bis wir, die wir dem Commonwealth gegenüber loyal sind, es besaßen. Wir waren Freiwillige, begierig, als Kanzler Soports geheime Waffe zu dienen. Ein Heer aus Supersoldaten, aus Kämpfern, die stärker, schneller und schlauer waren als alle anderen. Aber Soport erkannte, was er geschaffen hatte und fürchtete sich davor. Er befahl unsere Zerstörung. 2000 Soldaten, verändert durch Nanotechnologie. Fast alle wurden von Soports Elitewache verfolgt und ermordet. Und an unserer Stelle erschuf er nicht denkende Abscheulichkeiten. Wir dachten, wir würden Helden werden. Stattdessen sind wir nun Abtrünnige, die sich mit der rebellierenden Red Faction verbündet haben. Wir sind eine Sechsergruppe, nano-verstärkt, vereint durch unsere Einzigartigkeit und ein gemeinsames Ziel. Shrike. Fahrzeuge. Ein Verrückter, dem der Sinn nach Geschwindigkeit steht. Quill. Scharfschütze. Ein Killer ohne Gewissen. Tangier. Verdeckte Ermittlungen. Geheim und tödlich. Raptor. Schwere Waffen. Die ultimative Zerstörungsmaschine. Ich bin Molov, der Gruppenführer. So, an dieser Stelle beenden wir das dann auch ganz kurz. Also diese Vorstellung von den Charakteren ist ja auch ein Unterschied zum ersten Teil, wo ihr relativ alleine in der Gegend rumgerannt seid. Hier seid ihr eigentlich immer zu mehreren unterwegs, wie zum Beispiel auch in der nächsten Mission, wo wir dann zusammen mit ihm hier in der Gegend rumlaufen. Und dann halt... Ups, das hätte ich nicht tun sollen. So, da habe ich mich auch so den Secondary freigemacht. Die Waffe ist im Primary schon ziemlich durchschlagskräftig, da können wir auch mal gucken. Hier, wenn wir ja so ein bisschen was wegballern, Geomods Engine par excellence. Wir müssen hier raus. Achtung! Bewaffnete Personen sind in das Gebäude eingedrungen. Wechsel auch mal auf andere Waffen. Das ist auch ganz nett, sobald man eine Doppelwaffe zur Verfügung hat, muss man halt wirklich mit beiden Schultertasten, also kann man mit beiden Schultertasten feuern. Und kann dadurch zum Beispiel, wenn man einfach schießt, kann man dann Ladezeiten verhindern. Weil einfach ballern und mit dem rechten zum Beispiel dann mehr ballern als mit dem linken. Und dann, wenn der rechte leer ist, einfach mit dem linken weiter ballern, während der rechte nachgeladen wird. Und so weiter und so weiter. Und hier muss ich auch sagen, sieht das schon doch wesentlich netter aus als der erste Teil. Jetzt sind wir doch leider nicht weitergekommen. Und ich konnte euch nicht mehr von dem zeigen, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Eigentlich wirklich ein cooles Spiel geworden. Vielleicht wieder nicht mit der Geomod Engine, wie man sich vorgestellt hat. Aber ihr seid der Meinung, was der Vote auch zeigt, dass die Geomod Engine schon ziemlich lustig ist. Deswegen Red Faction 2 für die PlayStation 2 auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, wir sind jetzt an etwas ungewöhnlicher Stelle. Wir sind hier nämlich direkt in der total unaufgeräumten Redaktion von Giga Games. Wir wollen euch ja ein bisschen was von unserem kleinen Backstage-Bereich hier zeigen, wo ihr eigentlich normalerweise vor allem mit der Kamera schon mal gar nicht hinkommt. Und das mit gutem Grund. Deswegen schwenken wir jetzt einfach mal so ein bisschen rüber. Und da sieht man, wie Praktikant Wolf gerade eben noch alles zusammenräumt.
und versucht zu verdecken. Denn das ist unser alltägliches Chaos. Hier findet unsere alltägliche Redaktionskonferenz statt mit unseren tollen Themen. Da wird das beschlossen, was ihr dann jeden Abend auf der Homepage nachlesen könnt. Und ganz wichtig, hier sehen wir unseren Fernseher. Das ist ja ein ganz cooler Effekt gerade. Das ist ja ganz großes Fernsehen hier, wirklich, total neu. Und rechts daneben steht übrigens die Uhr, die Mark Rain hier einfach bemalt hat, obwohl er das gar nicht durfte. Ihr könnt sie übrigens bei 700GB4U.de ersteigern. Und ja, dann gehen wir jetzt hier mal raus und gehen jetzt mal den Gang, den wir hier, die großartigen Mega Super Power Milliardenstars, Achtung nicht anstoßen, von Giga Games sind, laufen wir diesen Gang der Ehre jeden Tag entlang. Achtung, was immer wieder gerne gemacht wird, da läuft man nämlich dann von hier, wenn man es schnell hat, und dann Achtung, das tut schweinelaut und alle, das tut schweineweh in den Ohren und alle Leute in der Tonregie sind jetzt wahrscheinlich gerade eben so ein bisschen zusammengezuckt. Hier immer wieder schön, Leute blockieren hier die Wege mit ihren dämlichen Fahrrädern, die sie einfach hier hinstellen. Kann man übrigens wunderbar klauen, ich kann euch via Mail gerne mal sagen, wie ihr da reinkommt. Hier unsere schönen Dekorationen, großartig, das hier ist übrigens Werbung von 7-1 Media, wir haben hier also ProSieben Werbung hängen. Ist ja schon irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Hier ist unser großartiges Spielelager, habt ihr sonst auch nie gesehen und das, wie ihr seht, auch mit gutem Grund. Ein bisschen dreckig das Ganze, ein bisschen dunkel. Unsere kleine Spielegrotte, da kommen wir zu unseren großartigen On-Air-Stars. Schließlich, Alter, ich bin nicht drauf. Ja. Kein Mensch will mit mir reden, so kenne ich es eigentlich. Und ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns doch jetzt einfach mal hier die Leute an. Da haben wir zum Beispiel, Mensch, Daniel. Daniel? Der Hendrik. Hendrik. Oh Mann, jetzt habe ich... Oh, Hendrik, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe dich mit dem Daniel verletzt. Ich will nicht. Jetzt will er nicht mehr. Der will nicht ins Fernsehen. Unglaublich. Ja, deswegen gehen wir jetzt... Ja, es tut mir leid, nein, das war... Oh Gott, jetzt habe ich natürlich wieder total versiebt hier an der Stelle. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir nämlich hier, um in die Regie zu kommen, irgendwie am Kameramann vorbei. Aber der steht gerade an der Tür. So, ihr seht hier, das ist unsere kleine Vorhalle. Auch hier kann man wunderbar alles... abstellen. Dann kommen wir hier zum Fladi, unserem Mann in der Tonregie. Großartig, was du hier machst. Ja, kann man vielleicht mal angucken, was hier auch jedes Mal für eine Arbeit notwendig ist. Da, dein Reich. Dein Reich. Steht hier auch schon Max? Ja, hier steht mittlerweile auch schon Max. Da steht Max. Das hier ist Simon hier. Ja, das bin ich jetzt gerade. Der Host bin gerade ich. Genau. Wunderbar. Hier, das bin ich. Ich bin im Fernsehen. Da steht's. Endlich der Name. Jetzt habe ich endlich den grandiosen Boom erreicht. Und jetzt gehen wir, Achtung, auch wieder hier, vielleicht, das wird schwierig, denn jetzt müssen wir hier so ein bisschen dran vorbei. Wunderbar. So, und jetzt sind wir hier in der Regie. Und jetzt sieht es ja ein bisschen cool aus. Jetzt sieht man nämlich hier auf dem Bildschirm nicht nur das, was gerade gefilmt wird, sondern sieht ja auch Kollege Alex, der das Ganze immer wunderbar schneidet. Und hier sehen wir den Mann an der Stelle jetzt vielleicht nochmal, der das Ganze hier so ein bisschen schmeißt. Das müssen wir gerade mal draufnehmen. Nein, wir können leider nicht zum Ende kommen. Können wir mal, Achtung, jetzt nicht so nah, sonst explodiert einiges. Da sehen wir ihn. Aber das ist Kollege Pepp und der wird auch schon rot. Achtung, das ist der Mann, der das alles macht. Wir müssen nicht wirklich zum Ende kommen, oder? Doch, wir müssen. Ja. Okay, wir haben noch ganz kurz Zeit, um die Julia zum Beispiel zu zeigen an der Stelle. Komm, müssen wir nochmal. Das ist die Frau, die damals Games World so wunderbar eingeleitet hat mit diesem Blinkeschrift. Also du machst die Inserts hier. Großartig. Großartige Arbeit, das ist auch die einzige Frau hier, glaube ich, bei Giga Games, mal jetzt von den beiden Mädels abgesehen. Und jetzt kommen wir, ich habe euch verwechselt, also aber auch nur von der Stimme, tut mir leid, hier ist er doch. Der Mann, der unsere Matzen macht, also wenn irgendwie ein Werbetrailer nicht richtig läuft, dann ist er schuld, dann müsst ihr ihm eine Mail schreiben, ja. Auf jeden Fall macht er hier die ganze Streaming-Aktion. Ich muss an der Stelle leider Schluss machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das hier der Kollege einfach nur sagt, weil er nicht mehr länger im Fernsehen sein will. Okay, wir müssen zu Ende kommen. Das ist Giga Games, sag ich mal, von hinten. Ich weiß, es sieht nicht nach viel aus, aber es ist unser Herzblut drin und deswegen hoffe ich, macht es euch auch Spaß, dabei zu sein bei den täglichen 2 Stunden Giga Games. We'll be right back.
während der Gustav, unser neuer Kameramann im Studio Gustav. Hier, genau. Die Kamera ranfährt, hier unser Michael an der Stelle nochmal. Mensch, Carsten, zeig dich doch jetzt nochmal schnell im Fernsehen. Naja. Ja, so ist es halt. Ja. So sind halt. Ich kann ihn auch verstehen, ich werde stinken sauer. Stinken ja, ja. Wirklich, diese arroganten Unersters, die dann die Namen ihrer Kameramänner vergessen, ist eine Frechheit. Wirklich, also, man sollte ihn sofort batschen. Von dem Typen, der mir die Schuhe zuschnürt, von dem Typen, der mir die Trauben entkernt, von dem Typen... Naja. Das war bisher jetzt eigentlich alles immer noch einer unserer Praktikanten. Das war auch derselbe Praktikant. Oder so. Manuel, danke. Manuel, auch? Manuel, danke. Baut bei dir auch? Wunderbar. Wir wollten euch ja noch ein paar Fansites vorstellen. Denn wir haben sie ja alle, oder mehr oder weniger alle, zusammengefasst in unserem kleinen Max Overview. Und das sind auch meine tolle... Nein, nicht. Nein, da, keine, ich habe keine Moderatoren-Webseiten. Weißt du, ich brauche diese Sachen. Außerdem war keine Website für mich dabei. Da, aber zwei sich. Für Michael. Da habe ich mir gedacht, sich. Nö, die schmeißen wir alle raus. Qualität. Ja, hier steht übrigens auch schon was über unsere 500. Sendung. Echt? Auf gigagamesfan.de. Und da gibt es ein Gewinnspiel. Da kann ich mich nämlich erinnern. Die kamen nämlich hier in den Container, genau, weißt du, oder? Ne? Ja, ja. Und haben unsere Hände fotografiert. Und das ist ja wirklich unfair, weil ich bin der Einzige, wie wir alle wissen, mit Wurstfingern. Und ich meine, naja, da ist ja die Wahl, dann wer hat hier wohl die dicksten Wimmelgriffel? Stimmt, wo sind meine? Ich weiß es auch nicht. Aber nicht verraten, da gibt es hier was zu gewinnen. Ich habe zu gewinnen. Könnt ihr auf jeden Fall drauf mitmachen. Und wenn ihr euch in den Archiven der jeweiligen Fansites umguckt, dann findet ihr auch so tolle Movies wie das hier zum Beispiel. Ja, ja. Backen. Ich tippe mal darauf, dass Kollege Hannes irgendein martialisches Spiel gespielt hat. Vermutlich. Seht ihr? Wir waren nicht vorbereitet. Wir wussten nicht, dass Carsten hat seine seit drei Monaten unterm Tisch stehende Fantaflasche aufgemacht. Ja. Würde das orangene Licht erklären. Aber wir haben noch mehr. Achtung, warte mal. Wir haben vielleicht noch genug Zeit. Mal gucken. Bestimmt. Das ist wunderbar. Bevor ihr irgendwie eine Mail schreibt, wenn ihr jetzt ein Gerülpse oder Gefurze hört, zu meiner Entschuldigung möchte ich dazu sagen, dass die Benchmark-Bubis von Tisch 3 mal wieder Mist gebaut haben. Ja? Sie haben, während ich hier beim Overview mit dem Jochen geschwätzt habe, sind sie einfach widerrechtlich an meinen PC gegangen und haben mir ein Random Burps oder wie das heißt, auf den Computer gespielt. Das heißt, wenn ihr jetzt ab und zu in unregelmäßigen Abständen irgendein Gerülpse hört von meinem Computer, dann bedankt euch bitte mit vielen Mailbomben bei den Helpern. Ja? Danke. So. Ich kann das jetzt leider auch nicht mehr ausschalten, weil ich schon im Spiel drinne bin und dann müsste ich erst wieder aus dem Spiel rausgehen, deshalb müssen wir jetzt mit dem Rülpsen leben. Ja? Ein besseres Timing kann man sich bei einem Random Burp gar nicht vorstellen. Oder? Ja, ich meine, es, also es zeigt auch einfach nur, was für einen eloquenten Humor ihr Benchmark doch habt. Ja, also wir haben dann, du weißt ja, Dezenz, Dezenz, nein, Dezenz sind wir, wollte ich eigentlich sagen. Ihr seid in Lizenz ziemlich dämlich. Ah, Dezenz! Ja. Herzlich willkommen auf Giga.ge. Da findet ihr total golle Sachen. Ja, und, haben wir denn noch was? Wirklich richtig klasse. Wir haben noch 10 Sekunden, gut. Und das Faszinierende finde ich, wie viel Mühe die sich ja immer damit geben. Okay, wir haben noch 10 Sekunden, das heißt, wir können noch ganz kurz... dein erstes Take. Viele von euch werden es schon... Wir müssen aber leider an der Stelle Schluss machen. So ein Pech. So ein Pech. Jetzt geht's zum Ende zu. Also ich bin eher so fürs Grobe zuständig und also der Jörg... So, das war's mit der 500. Sendung von Götter Games. Wir werden gleich ein bisschen die Party noch, ne? So richtig die Stimmung ansteigen lassen. Aber vorher noch, was haben wir morgen für Themen? Die Consoleros haben LucasArts zu Gast. Die werden da zeigen Knights of the Old Republic und Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Ja, guck mich ruhig an. Und genau, das machst du morgen. Richtig geile Thema. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ne? Vor allem fette Gäste. Und heute Gäste, hat es doch ganz toll gemacht. Ja, hat er ganz toll gemacht. Danke, danke. Moment, wir sind noch nicht fertig. Alles vor Haus. Nein, nein, nein. Bin ja noch nicht fertig. Wir machen heute weiter mit unserem Zauber. Liebling Nummer 1. Heute weiter, habe ich gesagt? Na! Morgen weiter! Der Standardfehler. Ja, ja. Wir machen morgen weiter mit Harry Potter, vielleicht noch Runaway kurz anzocken und der Simon, was macht der Simon eigentlich? Da überlege ich jetzt gerade schon die ganze Minute nach. Nein, ich hatte es mir aufgeschrieben. Du hast eine Minute Gedanken gemacht? Und nein, ich hatte es mir aufgeschrieben und den Zettel habe ich aber verloren. Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Na egal, wir werden jetzt einfach ein bisschen... Achtung, wir haben was vergessen. Der Marc hat nämlich Geburtstag heute.
Happy Birthday to you. Ja, jetzt auch nicht zu viel. Nee, so lange ist er noch nicht. Wir tanzen, oder? Zur Seite, ja, tanzen wir jetzt ein bisschen. Okay, wollen wir tanzen wir gleich ein bisschen? Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen. Okay, auf jeden Fall ist morgen der Markt wieder da, das wollte ich an der Stelle noch sagen. Und der hat garantiert einen, der ist morgen nicht wieder da. Das ist am Mittwoch. Simon, du erzählst den ganzen Tag schon Mist. Der Simon lernt auf jeden Fall erstmal die ganzen Namen von Kameramännern, Praktikanten und Wochentagen. Technikern auswendig und wird die dann morgen auch vortragen. Ich sorge cool, dass jeder hier ein Mikrofon hat, außer mir. Du kannst ja gerne in meinen. Mit Jenny hat keiner gehört, weil du bist der Einzige, der kein Mikrofon hat. Alle anderen haben eins. Sollst du tanzen? Sollte keiner. Gedanken drüber machen. Okay, ich würde sagen, die Musik läuft. Wir machen Schluss. Bis morgen am Mittwoch.